Immer noch nicht? Ja, als ob da jetzt wieder einer hochspringt. Ah doch, getrocknete Hexe. Ach du Scheiße! Was los? Jumpscare, auf einmal, ich gehe aus dem Inventar raus, aber steht der direkt vor mir und brüllt mich an. Ey, der hat doch wohl komplett einen weg. Alter! Als ob ich ja drei Stück sind. Nein, der macht unser Haus kaputt. Hallo, geht's noch? Da haben wir so hart für gearbeitet, dass... Könnt ihr jetzt nicht einfach so kaputt machen. Oh Gott, die können sich auch gegenseitig schlagen. Aha, nice. Ja, und dann Schatz. Nein, ah! Oh. Oh, shit. Boah. Ich bin wieder hart am Limit. Okay, einen habe ich getötet. Sehr gut. Ja, ich versuche dich noch zu erreichen. Aber erstmal schnell was trinken. So. Da bist du, oder? Ich komme sofort, ich komme. Nee. Oh, geschafft. Ach, sehr gut. Leben die noch? Ja, ne? Ja. Okay, ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt... Was? Das sind ein paar mehr, ne? Ja. Zwei, so, drei. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Ausdauer, wo ich die Echse gesnackt habe. Drei Stück. Ihr habt doch wohl einen weg. Ah, nicht den Kopf, sondern nur die Schulter getroffen. Oh Mann. Da nehme ich schon einen Doppelpack an. Die sind richtig aggro. Boah, nee. Oh fuck. Nein. Da kam einer von hinten. Und bei mir auch. Ich wurde von allen Seiten durchgenommen. Scheiße. Also du bist auch weg gerade. Ja. Ey, jetzt kann nicht wahr sein. Die Gegner werden immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Ja, wirklich. Komm, habe ich wenigstens meine was... Meine Hand sieht gerade ein bisschen krüppelig aus, aber okay. Meine linke Hand. Nein, schon wieder nichts zu essen, das könnte ich mir nicht antun. Warum? Ich habe immer in einem Tag überlebt. Ich auch. Naja, aber wir haben zumindest jetzt gut Fortschritt gemacht. Ja. Nur hoffen wir, dass unser Fortschritt nicht zunichte gemacht wird. Ja, genau. Einer von denen hat... Ja? Jetzt gehen wir uns um unser Haus und ist alles weg. Alles ist schön. Ja. Einer von denen hat angefangen, unser Haus direkt kaputt zu machen. Ey, unglaublich. Ja. Also einen von denen habe ich getötet, aber auf einmal kamen immer und immer mehr. Weißt du, du tötest ein und zwei neue kommen. Das ist wie die Hydra-Kannibalen. Ja, das ist echt krass. Ja. Hydra. Richtige Hydra hier. Also, ich weiß auch nicht, wo die alle immer herkommen. Keine Ahnung, hier muss irgendwo ein Nest sein. Ja, aber wenn wir erstmal unseren Schutzwall haben, dann kommen die ja nicht mehr so gut durch. Aber bis wir es so weit geschafft haben, ist so leider... Oh, ich muss mir erstmal einen Speer machen wieder. Ihr müsst versuchen, Höhlen schneller zu looten, um besseren Stuff zu bekommen. Die Katana, Sportbogen, Jagdmesser etc. Und bei eurem Stand aus Knochen immer Rüstung machen. Ja, genau. Immer Rüstungen machen mit den Knochen. Ja, genau. Noch keine. Ja, ich habe das schon bei mir ein bisschen gesammelt, aber okay. Noch nicht ausgerüstet, weil ich ja immer so oft sterbe. Ja, das mit den Höhlen. Wir sind in zwei Höhlen. Ja, aber... ja, ist klar. Auch eine Höhle. Du hast irgendwie keine Chance, richtig vorwärts zu kommen bei der Höhle. Ja, die Höhlen sind... Wie gesagt, wir haben zwei versucht zu erkunden. Ist nicht so gut gelaufen. Sagen wir mal so. Ja.
Bei einer Höhle wurde ich direkt getötet. Da war so ein richtig ja. Horrorvieh. Und die Höhlen immer markieren, wenn ihr in der dritten ja, ja, das macht man ja. Immer die gleiche geht. Hm, okay. Ja, wir spielen auf PC. Oder? PC. Ja. Okay. Gibt's hier Crossplay? Bestimmt. Irgendwie. Schade. Ach, keine Ahnung. So. Vielleicht finden wir ja noch mit der Zeit andere Mitstreiter, die dann hier mitmachen. Erstmal sind wir ja nur zu zweit. Dann haben wir ja vielleicht bessere Chancen. Crossplay möglich oder eher nicht? Wow. Aber je mehr Leute wir sind, desto mehr Kannibalen kommen wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Oh, Moment. Oh, fuck. Was? Wo du gerade von Kannibalen sprichst? Nee, als ob. Nee, die müssen uns noch mal wenigstens nach Hause erstmal lassen. So viel Fairness muss sein. Crossplay gibt's eigentlich. Ja! Das ist blöd. Nee, aber keine Ahnung. Vielleicht mache ich ja ein bisschen Werbung da bei uns im Forum. Vielleicht findet sich ja noch der ein oder andere. Ja, bestimmt. Bestimmt. Was könntest du denn hier, Steffen? Welche? Du hättest dann auf Konsole oder so? Gibt das auch auf Tablet oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe einen Kollegen, der hat auf Forest, der könnte theoretisch mitmachen, habe ich gedacht, aber der hat das irgendwie, der hat das nicht auf Steam, der hat irgendwie eine andere Version, deswegen könnte er das nicht. Okay, ja, PS5. Irgendwie ich finde es gut, dass ihr dranbleibt und nicht aufhört mit der Zeit, macht es wirklich Bock. Ja, schon. Nur halt, wir sterben halt wie die Fliegen. Ja, aber jetzt haben wir wirklich guten Fortschritt gemacht mit dem Haus und so. Das muss man schon sagen. Und Hasenkäfig haben wir, Garten. Ja. So. Also, okay, also wir brauchen ganz klar hier diesen Schutzwall und viele, viele Fallen, glaube ich. Ja, stimmt, die Fallen werden nicht verkehrt. Ich glaube, eine ist einfach zu wenig. Und wir brauchen verschiedene Fallen vor allem. Und am besten vor den zwei so irgendwie. Wir könnten Gebäudeschaden ausmachen. Ist für Anfänger leichter. Sollen wir das machen? Wo ist denn meine Leiche übrigens? Ja, die suche ich auch gerade. Ah, ich glaube, das ist bei mir. Stimmt, die war doch weiter hinten. Da ist er, jawohl. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen was snacken, dankeschön. Ach, da. Okay. Okay, ich koche mir erstmal einen Hasen. Aber bitte nicht unseren. Du hast gesagt. Nee. Oh, ich habe mir meinen eigenen Hasen gefangen. Ach komm, ey. Interessant, dass ich auch hier Aloe Vera kochen kann in dem Topf. Wo ich den reinwerfen soll. Mach ich einfach mal. Bestimmt macht das Gericht dann so, dass es halt auch Gesundheit heilt, oder? Das kann gut sein, ja. Nein. So, mal schauen. Okay, du kannst den Hasen fressen. Jam, jam, jam. So. Was hast du gerade fertig gebaut? Ich habe hier Dekoration erstmal eingebaut und hier können wir unsere Trophäen sammeln. Oh Gott, wieso noch keine Barbaren? Nicht?
Und dass ich sowas von dir höre, Ben, Bruder, das überrascht mich jetzt. Ja, nee, also bei Tieren hat bei mir Spaß auch. Bei Menschen, da ist alles offen. Ah, okay. Bestimmt kann man auch Menschenköpfe hier ausstellen, oder? Ich meine, wir erlegen ja genug Menschen. Der Vogel ist einfach despawned. Warum nicht? Warum nicht? Richtig. Na, wie geht's dir, Hasi? Alles gut. Wie geht's unserem Vogelhaus ist fertig. Vogelhaus, sehr gut. Oh, ich habe noch zwei Schädel. Perfekt. Nicht in die Falle reinlaufen. Kann man eigentlich selber in seine eigenen Fallen reinlaufen? Ja, leider ja. Aber zum Beispiel die Falle, wo man dann nur dann quasi da so hängt, die löst du einfach nur aus. Aber bei den tödlichen Fallen kannst du, glaube ich, sogar selber sterben. Okay. Eieiei. Irgendwie brennende Waffe, vergiftete Waffe, Geschwindigkeitswaffe. Ich glaube. Schadengeschwindigkeitswaffe, Schadenwaffe. Ich glaube, man kann Brandpfeile machen. Und vergiftete Pfeile. Hm. Oh, geil. Was ist eigentlich hier der Baumstamm mit dem Tropfen? Was bedeutet das? Ich glaube, der Tropfen steht für Harz. Ah. Ach so, das ist Harz. Mhm. Okay. Was denn? Nee, ich habe einfach einen einzelnen Zahn hier an meiner Axt also angebaut. Jetzt hat deine Axt mehr Biss. Mehr Biss, aber ganz minimal. Habe ich eine Gebissachse, also fast nicht ganz. Hm. Meine, irgendwas war doch, was man bauen kann. Genau, eine Lampe. Mhm. Ja, ich komme mich erstmal gerade um die innere Richtung hier mit Pip und Regal. Schädellampe, Deckenschädellampe, Seil. Ist das? Okay, ich brauche jetzt nur noch einen Totenkopf. Der wird doch irgendwo hier zu finden sein. Ich habe auch noch genug Totenköpfe, meine ich. Ja? Ja. Oh, meine Ausdauer ist aber auch gerade im Arsch irgendwie. Muss ich wieder mit trinken oder so? Okay, Moment. Ich mache hier erstmal eine Deckenschädellampe. So, vielleicht.
Oh, okay, wir haben Licht. Wir haben Licht. Geil. Ich habe viel Trinkwasser drin. Was kann man eigentlich mit dem Hasenfell hinstellen? Damit kannst du die einige gute Sachen kombinieren. Beutel, Köcher. Köcher für die Feinde wäre schon ganz gut. Beutel, Wärmeanzug. Ich weiß halt nicht, wofür der normale Beutel ist, also was der so sammelt. Wahrscheinlich Beeren oder so, keine Ahnung. Aber Köcher wäre schon ganz gut. Hasenfell auch einfach so als Teppich benutzen. Aber das ist schon ein sehr kleiner Teppich dann. Ja. Aber Rehfell. Naja, okay. Ein bisschen größer. Sprengstoff, Stolperdrahtfalle, wäre auch nicht verkehrt. Naja, ich weiß nicht. Nicht, dass wir dann wieder aber da rein so, genau, und weit weg von unserem Zeug. Nachher jetzt ja, eben. Ja, also, nee, Sprengstofffallen finde ich jetzt nicht so gut. Das gefällt mir irgendwie nicht, der Gedanke. Und wir können uns jetzt sehr gut gemacht werden, Bruder. Jetzt können wir uns hier einfach hin chillen. Genau. So, was für Erz. Ja, hier dachte ich, alles wichtiger. Genau, setze ich ruhig hin. Ich mache hier schon die ganze Arbeit. Och, nö. Jetzt kommen die Drecksäcke wieder. Was? Nein. Nicht im Ernst. Wo kommt ihr schon wieder her? Ich brauche Hilfe, schnell! Was? Du bist tot? Naja, bewusstlos. Also, du kannst mich noch wiederbeleben. Ja. Da. Aua. Ey, ihr kommt ja einfach von hinten. Ich glaub's ja nicht. Schnell in die Hütte. In die Hütte. Ich hab doch grad mir Gesundheit gegeben. Schnell in die Hütte. Okay, vielleicht stehe ich wieder auf. Ich meine, meine Gesundheit erhöht sich langsam. Ich habe gerade so einen Gesundheitsmix zu mir genommen. Das kann nicht sein, dass ich jetzt sterbe. Ach, du stirbst gerade? Ja. Oh, scheiße, warte mal. Ich sehe, dass meine Gesundheit sich auffüllt. Bin aber trotzdem... Ja, hatte ich genau dasselbe vorhin. Das ist voll komisch. Okay, also in der Hütte sind wir sicher. Definitiv. Okay. So, genau. Muss ich auch nochmal Medizin schlucken? Aber ich habe mir gar nicht so schlecht. Okay. Aber das ist schon mal gut, dass wir in der Hintertür hier jetzt relativ sicher sind. Dass sie jetzt nicht von allen Seiten angreifen können. Ja. Auf was ich erfriere gerade. Ob ich mir hier Hütte und Feuer anzünden? Nee, du nicht. Lieber nicht. Wäre vielleicht auch nicht ganz so verkehrt, wenn wir noch nicht schlafen gehen. Hm.
Ich glaube, könnten wir auch jetzt mal wieder. Ja. Okay, mir ist kalt und ich bin nass. Ich habe mir doch ein Feuer gebaut. Okay, also ich habe dann jetzt schon Zeit gedrückt. Okay, Moment. Ich guck mal, ob ich das kann oder ob ich das nicht kann, weil ich gerade am Erfrieren bin. Doch, kann ich. Ja? Okay. Ja. Was war das denn? Ja, ich zucke vor Kälte. Aber jetzt nicht mehr. So, hier haben wir doch ein Lagerfeuer. Ja. Hä? Was denn? Ich habe mir noch was zu essen gemacht. Mhm. Ah. Ah! Warte mal, Aloe Vera und Ringelblume habe ich gerade gemacht. Das macht so eine Gesundheitsmischung. Mhm. Ja. Das ist quasi Medizin. Richtig. Njam, njam, njam. Okay, jetzt was zu trinken. Okay, dann bin ich erstmal wieder dabei. Hier wächst ja schon was schön. Ja, Hasi lebt immer noch. Ja, aber Beeren. Nom, nom, nom. Oh. Cool, das löscht den Hunger und den Durst gleichzeitig. Das ist geil. Oh, Moment. Und Aloe Vera kann man auch schon abernten. Geil. Nice. Und direkt wieder neue Samen rein. Ja. So, falls wir noch welche hätten. Also der Zaun hier, das ist auch nicht so, bisher hat er noch nicht so wirklich einen Sinn. Ja, das ist auch geil, in unserer Hasenfalle, da sitzt jetzt einfach eine Echse. Was? In unserer Hasenfalle sitzt jetzt einfach eine Echse. Oh, ja, warum nicht? Wo ist die? Ja. Ja, da drin. Naja gut, im Notfall geht sowas auch. Oh, jawohl, Echsenkopf. Wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht hat sich die Echse als Hase identifiziert. Und heutzutage weiß man nie. Hm, ja, das weiß man nie. So, genau, die Echse wollte ich dann zum Trocknen aufhängen. Die Hasenechse. Oh, hier sind Baumstämme noch. Genau, am besten Regal und Tisch erstmal fertig machen. Auch ich hätte Bock, mir gleich noch den Haikopf da hinten zu schnappen. Ja. Der wäre richtig geil aus in der Wohnung bestimmt. Naja, gut, dann besteht die Wohnung aber zu 7/8 aus dem Haikopf, weil der so groß ist. Ja. Aber weißt du, was cool aussehen würde, wenn man quasi vor, also wenn jetzt, wenn der Zaun fertig ist und dann quasi vor dieser Tür so zwei Haiköpfe links und rechts. Oh, ja.
Aha. Regal ist fertig, ne? Okay. Ah ja, genau. Dann können wir die Cola-Dosen und so und Medizin und Snacks platzieren. Habe ich mal gemacht. Ja. Sehr cool. So, dann noch der Tisch und dann haben wir die Inneneinrichtung auch schon fertig. Du hast ja mal eine Armbanduhr gefunden, ne? Ja. Hast du die noch? Ja. Ja, damit kannst du irgendwie Sprengstoff herstellen. Ja, mit Münzen. Genau, ich habe keine Münzen gefunden. Okay, dann ich kann dir Münzen geben. Wo hast du die denn gefunden? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe auf der Straße ein bisschen gebettelt um ein paar Münzen. Wo bist du? Sehe dich nicht da. Aua! Was? Scheiße. Oh mein Gott. Oh. Nee, also als ob der Baum dich erschlagen hat jetzt sogar. Ja, als ob? Ja, hat er. Oh mein Gott, ey. Oh, ich habe eine Errungenschaft gerade bekommen, dafür, dass ich jemanden 10-mal wiederbelebe. Oh, nice. Hier, ein bisschen Kleingeld. Ja. Okay. So, Tisch ist auf jeden Fall auch fertig, ne? Vielleicht kann man da auf dem Tisch auch noch was drauf tun. Aber was? Ja, das dauert noch, bis hier der Zaun fertig ist. Ein bisschen, ja. So. Genau, auf dem Tisch, da wird dann so ein Pfeilkopf stehen, da können wir dann Pfeile reintun. Eventuell, wenn wir nicht mehr tragen können oder so. Ja. Sollen wir nochmal versuchen, in eine Höhle zu gehen, diesmal in eine andere? Ja. Vielleicht gibt es ja auch mal freundliche Höhlen. Ich glaube, hier hinten war noch eine. Ja, aber ich spreche da auch erstmal. Moment. Oh, was? So. Hier in der Nähe. Genau, irgendwo. Ja, ich sehe schon, Ich weiß schon, wo. Ja? Ja. Die ist ja quasi direkt in unmittelbarer Nähe hier. Schade. So, diesmal gehe ich vor. Okay.